Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Euro Truck Simulator 2. Wir haben, ich habe wirklich vor sehr langer Zeit mal so ein paar Testvideos dazu gemacht. Beziehungsweise ich wollte eigentlich so eine neue Rubrik auf meinem Kanal eröffnen. Ich habe inzwischen auch mal wieder ein bisschen öfter den Euro Truck Simulator 2 gezockt, also ETS 2. Ich werde jetzt einfach auch mit der Abkürzung weiterarbeiten. Und ja, es geht inzwischen auch mit dem Spielstand ziemlich gut voran. Also ich habe inzwischen schon jemanden eingestellt. Derjenige nimmt ziemlich viel Geld eigentlich. Naja, ziemlich viel Geld ist, also nimmt schon ein bisschen Geld ein. Dann habe ich schon 3 LKWs inzwischen. Wir fahren heute allerdings mit dem Mercedes-Benz Actros, nicht mit dem New Actros, auch wenn der ein bisschen mehr PS hat. Wir nehmen trotzdem heute den mit 598 PS, ich hoffe, der reicht auch aus. Sollte eigentlich, und da ja inzwischen das, das Schwerlast-DLC, also dass man jetzt auch solche Riesenfrachten fahren kann, da das inzwischen rausgekommen ist, fahren wir heute mal solch eine Schwerlast. Und zwar haben wir, ich habe noch gar keinen Auftrag. Genau, dann holen wir uns jetzt erstmal unsere Fracht ab, würde ich mal so sagen. So, ich versuche auch heute extra wegen des Let's Plays mal vernünftig zu fahren. Und da die Einschlagwinkel hier ein bisschen stärker sind, werde ich mich auch immer, wenn ich so ein lenken muss, mich mal zu muten. So, ich habe übrigens den LKW auch von innen schon mal so ein bisschen eingerichtet. Ich weiß, ist jetzt noch nicht so super, aber es ist schon mal ein bisschen was. Und wir werden mal sehen, wie ich das jetzt mit diesen Let's Plays so wie ich damit verfahren werde. Ich glaube, ich sollte mir auch mal mein Navi einstellen, sonst sehe ich ja nicht, wo wir hier hinfahren. Das wäre, also ist auch ein bisschen ungünstig, ne? So. Genau, wieso habe ich jetzt schon wieder auf F6 geschalten? Mensch. Also ich versuche jetzt mal nicht wie der letzte Asak zu fahren, genau. Also ich war schon ein bisschen schneller, sieht man ja. Aber wir halten dann jetzt doch mal an der roten Ampel an, so wie es gehört. Joa, so sieht das Ding übrigens von außen aus. Also ich habe jetzt noch keinen eigenen Skin erstellt, was ich auch eigentlich gar nicht so recht vorhab. Weil es kostet mir dann doch ein bisschen zu viel Arbeit und ich müsste ja eigene Logos erstellen und alles. Und das wäre dann doch ein bisschen zu viel, glaube ich. Also, ich werde es mir überlegen, und wenn ihr ein paar gescheite Ideen habt, dann könnt ihr mir die auch gerne irgendwie als Kommentar mal so schreiben. Aber ansonsten würde ich doch lieber die spielinternen Skins praktisch benutzen, genau. So, dann müssen wir hier jetzt links rum. Dann lassen wir erstmal so alle vorbei, genau. Da kriegen wir schon die Spur. Ah, lassen die uns jetzt rein? Nee, doch nicht. Ja doch, die, also. Naja, wenn die schon mal stehen, dann können wir natürlich auch mal reinziehen. Ist ja klar. So, dann werden wir heute eine Asphaltfräse mal transportieren. Wir fahren 530 Kilometer. Ich hoffe, das kriegt man so trotzdem in einer halben Stunde so circa hin. Und ich hoffe, dass unser LKW das jetzt auch packen wird. Weil, also, es stand ja gerade sozusagen eine Warnung da. Dass man, also, wir können uns ja nicht sicher sein, ob das jetzt tatsächlich also so klappt. Weil wir haben ja, also, wir sind ein bisschen unter den normalerweise ziehenden LKWs, die sind normalerweise ein bisschen stärker. So, dann müssen wir jetzt eigentlich bloß noch zurücksetzen, genau. Dann haben wir es eigentlich auch schon. So. Und dann
So, jetzt muss ich bloß hier irgendwie mal so das Ganze wegschalten. Dann kriegt man hier doch auch mit F2, genau, so. So, dann drücken wir mal F1 und machen einen schönen Screenshot. Ich kann auch mal den Rückwärtsgang rausnehmen, dann ist das ja auch... Ja, das sieht doch... Ah, das ist doch... ein geiles Foto, wollte ich sagen, genau. So, dann machen wir F3, F2, so. Und jetzt sind wir auch vorbereitet. So. Wir haben ein bisschen was an Fahrt vor uns, aber guck mal, wir ziehen eigentlich trotzdem ganz gut an, finde ich. So sieht übrigens unsere Fracht hier aus. Also ich finde sowieso, das DLC, das ist ziemlich geil geworden. Also ich fahre jetzt übrigens das erste Mal eine Schwerlast, weil ich hatte vorher die Aufträge nicht und jetzt, wo ich das erste Mal die Chance habe, wollte ich doch, achso, wir müssen links rum, wollte ich doch gleich mal die Chance nutzen und das aufzeichnen. So, dann kommt jetzt, also wir haben ja gerade Wochenende, da kommt jetzt auch nochmal eine Omsi-Folge, muss nochmal aufnehmen und dann hoffe ich, dass ich so langsam wieder mit den Let's Plays reinkomme. Achso, wir sollten übrigens mal oben die Warnleuchten anmachen, denn das ist für Schwerlast ja immer mal nötig. Kommen wir ja so ein bisschen erschwert rum. So, da ist dann jetzt gleich endlich die Fahrzeugvalier vorbei. So, dann ziehen wir mal rum hier. Oder wir ziehen schon mal raus, würde ich sagen. Ey, komm! Na, geht doch. Alter! Was soll der Scheiß jetzt hier? Ja, geht doch. Da kommt man sich schon so ein bisschen verarscht vor, wenn der jetzt wirklich, also der bleibt genau vor einem stehen, ey, ich glaub's einfach nicht. So. Aber bisher funktioniert das ja ganz gut, auch so mit dem Lenken, finde ich. Also da habe ich ja schon von meinen Freunden so ein bisschen eine Review bekommen, von wegen, dass sich das wohl nicht ganz gut teilweise lenken lässt, weil er dann doch so ein bisschen verspätet noch, also erst einlenkt. Da bin ich mal gespannt, wie der sich jetzt so schlägt hier auf der Fahrt. Wir sehen ja auch, wir beschleunigen zwar, ich finde, immer noch optimal, aber schon ein bisschen langsamer als sonst. So, wie viel Tonnen ziehen wir denn heute? 44 Tonnen, oh gut. Ja, ich ziehe normalerweise, also ich finde, mit 22 Tonnen, finde ich, lässt sich schon beschissen fahren, aber gut, ja. Mal gucken. Ich finde, das ging jetzt auch immer noch um die Kurve. Ja, aber der zieht eigentlich doch schon recht gut an, finde ich. So, 50 haben wir. Okay, gut, ja, könnte trotzdem besser sein. So. Mir fällt übrigens auf, dass ich mal bremsen sollte. Ja, das war jetzt eine kleine Notbremsung. F5 wollte ich drücken, genau. Wir müssen links. Oh. Gut, ja, dann ziehen wir hier jetzt gleich über zwei Spuren nach links rüber. Was ich sagen wollte, ich kann ja viel besser die Sachen jetzt lesen, als ich zum Beispiel im New Arctros. Da kann ich das hier viel schlechter lesen, was auf dem Bildschirm zum Beispiel steht. Ja gut, jetzt lassen die uns alle nicht rein hier. Aber jetzt haben wir nicht wie im New Arctros nochmal eine Geschwindigkeitsanzeige. Nein. Okay, gut, dann brauchen wir die nicht. So. Ah, schade, dass erst Mittag, oder das, ja doch, dass erst, dass noch Mittag ist. Abends fände ich doch so ein bisschen schöner, ehrlich gesagt. Also, dann hier so in der Dämmerung fahren, das finde ich ja sowieso in Omsi auch schon immer schön, aber in ETS, da braucht sich das dann auch nochmal viel mehr. Wir fahren übrigens momentan aus, also
Wir starten in Polen übrigens. Also das hat man eigentlich am Anfang gesehen, oder? So, dann bin ich jetzt gespannt. Hier so um die Kurve rum. Ja, der... Okay, gut, ja, da hat was... Ah! Gut, ja, das sieht doch schon ein wenig knapper jetzt aus. Ja, wir holen mal doch lieber weit aus. So, und von hinten kommt aber was. Ah, wir müssen... aber, na gut, ja. Ich denke mal, es ging noch jetzt mit dem Rüberziehen. Passt auf, irgendwann gibt es auch solche Mods, da kann man sich jetzt dann so zwei Anhänger von denen hintereinander also hintereinander setzen und dann erst, also dann geht's richtig ab. Also wie das wohl so wäre, mit so zwei dieser Anhänger hintereinander. Ich glaube mal interessant schon. Was ist das denn da vorne? Ist das ein Kreisverkehr? Ja, wir müssen uns den anderen hier leider anschließen. Und jetzt bin ich gespannt, wie es dann jetzt im Kreisverkehr laufen wird, weil im Kreisverkehr, da wird es ja jetzt doch schon etwas enger. Na doch, wir können aber fahren. Wir dürfen ja jetzt... Oh nein! Jetzt zieht er auch noch direkt links neben uns, ich glaub's nicht. Ja doch, wenn man weit genug ausholt, dann geht das aber... Ey, du willst jetzt... Stopp, 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 stopp. Wir haben Vorfahrt hier. Tut mir leid, also den habe ich jetzt ein bisschen ausgebremst. Ja, ja. Weil ich dachte, also ich muss mich hier noch ein bisschen reinfühlen. So, so. Wie gesagt, wir müssen viel weiter ausholen als mit einem normalen Auflieger. Weil, also wir haben hier zwar vier Lenkachsen, aber trotzdem ist, so. Das werde ich nachher mal so von außen in der Kurve zeigen, wie das so reinlenkt. Das ist nicht ganz ohne. So, aber ich will mir jetzt doch nochmal die Asphaltfräse hier ein bisschen genauer angucken. Ah gut, ja, das kann man vielleicht mal machen, wenn wir an einer runden Ampel stehen. Auf der Autobahn ist jetzt doch ein bisschen schlechter. So, und ich bin übrigens auch mal gespannt, wie viel Tank wir denn jetzt so verbrauchen. Also wie viel wir vom Tank so verbrauchen. Das wird, denke ich mal, auch nicht so, so billig dann werden. Weil immerhin 90 schaffen wir gerade. So. Mit 44 Tonnen, das ist schon beachtlich. Ah, ach, der lässt uns doch rein, oder? Ja, doch. Gerade so. Oh, Mann. Kommt sie vor uns. Ja, jetzt dürfen wir hier so ein bisschen dem Reisebus hinterher schleppen. Ach nee, 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 da vorne ist jetzt sogar noch ein LKW. Genau, jetzt geht es hier so ein bisschen gemächlicher erstmal voran. Aber immer noch akzeptabel von der Geschwindigkeit, glaube ich. Also wie mit unserem Schwertransport haben es ja sowieso ein bisschen schwerer hier so Gas zu geben. Aber naja, wir sind ja zumindest nicht das Glied der Gruppe hier, was jetzt alle ausbremst, sondern... Wir halten schön mit. Übrigens, ich finde die Landschaft hier auch gerade sehr schön. Also hier so ein bisschen hügeliger. Dann links und rechts so ein paar Felder. Hier übrigens so eine Scheune. Also das ist gerade echt so ein schönes Überlandgebiet. Das gefällt mir gut, ja. Oh, jetzt geht's bergauf. Jetzt müssen wir aufpassen. Wenn wir dann auch so ein bisschen wieder Richtung Deutschland kommen, dann wird es auch wieder ein bisschen flacher, glaube ich, vom Relief her. So, aber jetzt kann es hier doch mal schon so ein bisschen hochziehen. Ja, oder der hat auf den gewartet, der da abgebogen ist. Jetzt haben wir hier eine Stadt im Nirgendwo. Naja, Stadt, gut, so ein kleines Dörfchen halt.
Ah, sieht so aus, als wäre hier. Ah, ne, doch nicht. Das ist bloß so eine kleine. Ah, da hinten ist ein Staudamm. Ah, gut. Gut zu wissen, ja. Ja, also, ich halte so ein bisschen landschaftlich, so ein bisschen gucken mal. Ja, das war jetzt unsere Fanfare hier. Ah, jetzt überholt er doch tatsächlich. Ich glaub's nicht. Müssten wir eigentlich gekonnt mal ausbremsen hier. Das können wir uns mit unserer Fracht nur leider nicht leisten. So, jetzt können wir mal so ein bisschen gucken, wie der so mitlenkt. Ach Gott, ach Gott, ach Gott. Von außen lenken war noch nie meine Stärke. Ja, jetzt geht's aber wieder. Ah doch, hier ist noch mal ein bisschen stärker. Na doch, der zieht aber ganz gut mit, finde ich. Und es gibt ja auch so eine Riesenschwerlasttransporter, also wo dann der Anhänger wirklich so 40 Meter oder so lang ist, also wo der wirklich riesig ist. Also zumindest habe ich sowas letztens auf der Autobahn gesehen, da sind wir von Berlin gekommen und da stand auf dem Rastplatz ein LKW und der hat von so einem Windrad hier so einen Flügel transportiert. Und der Auflieger, der war wirklich riesig. Riesig war der. Also wirklich so, na gut, 40 Meter reicht das wahrscheinlich nicht mal. Also das war echt ein Ding. Vor allem, da fragt man sich schon, wie kommt der hier zum Beispiel um solche Kurven hier links rum, wenn der hier so über so eine normale Kreuzung fahren muss. Also da ist echt Geschick gefragt. Ich denke auch, dass der größtenteils auch nur, also zumindest durch Städte, kann man dann ja wirklich bloß in der Nacht fahren. Weil, also da brauchst du ja wirklich freie Straßen für und so. Also es ist, glaube ich, auch als Fahrer dann schon schweißauftreibend. Also, ja, ich meine, also, das ist ja, also, da brauchst du Nerven wie Drahtseile, um da wirklich um solche engen Kurven zu kommen. Also, ich weiß nicht, ich glaube, das wäre dann wohl vielleicht doch nicht so ganz was für mich. Ah, jetzt sollten wir jedoch ein bisschen mehr auf die Geschwindigkeit achten. Ich glaube, wir fahren jetzt doch ein bisschen zu schnell hier schon. So, ein Stettin liegt vor uns. Nee, das war jetzt die falsche Taste. Und gleich zwei Viehtransporte hier. Okay, jetzt müssen wir definitiv ein bisschen abbremsen. Hier geht's über den Schrank rüber. Ey, noch ein Viehtransport. Hier geht's ab. So. Das ging wunderbar eigentlich gerade. Ja. Wie weit ist es denn noch nach Stettin? Ah, sieht man nicht. Also, Stettin liegt noch nicht so gerade in der Nähe. Ich weiß gar nicht, war ich überhaupt schon mal in Stettin? Hä? M wollte ich drücken. Genau, M. So, ach, wir kommen direkt durch Stettin durch. Ja, als zur Hinfahrt bin ich über Poznan gekommen. Genau, da bin ich nämlich von Osnabrück, glaube ich, gekommen. Da bin ich von Osnabrück, Hannover, Magdeburg, Berlin über nach Gdansk oben gefahren. Genau. Okay, ja, von Gdansk könnten wir auch hoch Richtung Osten oder so fahren, aber ja, wir fahren jetzt nach unten, Richtung Süden. Nee, doch nicht. Nein, nee, wir fahren eigentlich bloß östlich, ja. Doch, okay, wir fahren östlich, wenn nicht. So, dann schließen wir uns jetzt den Konvoi hier mal an. Fahren so ein bisschen hinterher. Falls es zu viel wird, dann müssen wir überholen. Gut, jetzt... Das war jetzt schon ein gewisser Nachladeruckler. Ah, gut, der biegt ab, ja. Ah, trotzdem, der eine bleibt da. Ach, Mensch. Ich dachte, jetzt werden wir den los. Und tschüss. So. Und nochmal 10.000 dazu bekommen durch unsere Fahrerin hier. Ja, also finanziell würde ich sagen, stehen wir nicht unbedingt. Also ich bin ja erst Level 20, also da stehen wir nicht unbedingt schlechter. Vor allem mit 3 LKWs, das geht voll. Das geht ziemlich gut klar, ja. Und was mir gerade so auffällt. Der Auflieger hier kommt doch tatsächlich von der Marke Aria.
Ja, da dürften doch irgendwie die Alarmglocken klingeln. Ich wusste gar nicht, dass ETS tatsächlich so rechtsorientiert ist, ja? Also hier, na gut, nee, rechtsorientiert nicht mal, aber rassenorientiert. Da steht jetzt schon wieder der Arier im Vordergrund hier. Ich glaub's nicht. Mensch! Was haben sich die Spieleentwickler dabei schon wieder gedacht, ja? Ha. Oder sind das bloß mal wieder meine versauten Gedanken? Ach. Gut, ich werde darauf jetzt auch gar nicht weiter eingehen, nein. Das ignoriere ich jetzt gekonnt. Oh, da vorne heißt dann gleich wieder scharf links abbiegen. Und wie es aussieht, kommt ja auch gleich nochmal wieder ein Bahnübergang. Genau, da vorne nämlich. So, da sollten wir schon mal so ein bisschen auf die Bremse gehen, weil der wird auch wieder bremsen, genau. Nicht, dass wir den dann hier jetzt reinrasen. So, und jetzt können wir mal beobachten von außen, wie das hier so aussieht mit dem Abbiegen. Ah doch, der lenkt aber eigentlich schon recht gut mit. Ja doch, man kommt eigentlich doch recht gut noch um auch solch scharfe Kurven noch drumrum. Also nicht drumrum, noch rum. Drumrum wäre ja, wenn wir eine komplette Ortsumfahrung vornehmen würden, aber das geht ja nicht. Das geht nicht, ne? Apu, der kommt uns nur entgegen. Dem müssen wir zum Glück nicht mehr folgen. So, das heißt, jetzt können wir ein bisschen aufs Gas treten hier. Auch wenn aufs Gas treten ein bisschen... Naja... Wir geben jetzt nicht permanent Gas, sondern halt so ein bisschen... Ja... Also ich meine, wenn wir ohne Auflieger jetzt fahren würden, dann würde es hier deutlich schneller vorangehen, ja. Aber für 44 Tonnen jetzt hier so am Haken, das geht schon echt gut voran, finde ich. Also, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber... Ich meine, wir haben auch nur knappe 600 PS, also das geht schon, ja. Und Scania mit 730 PS habe ich leider auch noch nicht. Da muss ich ja leider erst Level 25 muss ich erreichen dafür. Und da habe ich doch noch jetzt ein paar Spielstunden vor mir, bevor ich das geschafft habe. Ja, aber ich bin fester Überzeugung, dass ich das auch noch hinkriege.